Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Change Management Service Organisationen, Kernkompetenz der Zukunft. Mein Name ist Daniel Krones, ich bin Ihr heutiger Moderator und darf Sie durchs Webinar führen. Bevor wir inhaltlich loslegen, die Stammteilnehmer unter Ihnen kennen ja schon meine Hinweise zu Beginn, ein paar organisatorische Sachen vorweg. Der Ton oder Ihr Ton ist während des Webinars auf Stumm geschaltet. Einfach dem Hintergrund, dass wir die Geräuschkulisse so gering wie möglich halten möchten bei der großen Teilnehmeranzahl. Des Weiteren haben Sie aber natürlich im Anschluss an das Webinar die Möglichkeit, über die Chatfunktion Fragen zu stellen, die ich Ihnen dann gerne beantworte. Aber hier auch nochmal der Hinweis, keine Sorge, auch wenn wir im Chat vielleicht dann nicht alles klären können, ich stehe Ihnen auch per E-Mail oder per Telefon im Anschluss gerne nochmal für Rückfragen zur Verfügung. Des Weiteren den Service, den wir noch anbieten. Ich denke, so am Anfang nächster Woche spätestens werde ich Ihnen und den sämtlichen Teilnehmern eine Aufzeichnung, einen Link zu dieser Aufzeichnung zukommen lassen, sodass Sie sich gerne nochmal das Webinar in Ruhe angucken können oder bei Bedarf an interessierte Kollegen oder Freunde weiterleiten können. Für die neuen Teilnehmer unter Ihnen, die die Firma Samhammer oder mich vielleicht noch nicht kennen, hier ein kurzer Steckbrief der Firma Samhammer. Also wir sind ein international tätiger Dienstleister für technische Helpdesk Services und Business Process Outsourcing. In dem Zusammenhang haben wir auch unsere eigene Service Management Software, die Software First Answer entwickelt, ein Ticket Management Tool für den Helpdesk mit dem Fokus auf technischen Helpdesk. Wir bieten auch unter anderem eine eigene Management Service, Service Management Akademie an, in der wir sowohl unsere eigenen Mitarbeiter, aber auch unsere Kunden trainieren, schulen und auf verschiedene Service Herausforderungen vorbereiten. Ja, und last but not least das Thema Service Management Consulting, der Bereich, den ich verantworte und leite. Das bringt mich auch schon zu meinem Steckbrief, meinen Beratungsschwerpunkten, das Thema Kundenzufriedenheit, dazu hatten wir auch schon ein Webinar zusammen. Das Thema Prozessberatung im Service und Qualitätsmanagementmodelle hatten wir auch zum Beispiel am Anfang unserer Webinarreihe im Rahmen der Service Excellence schon mal beleuchtet. Das Thema, das uns heute beschäftigt, das Thema Change Management, auch ein großes Themenfeld bei uns, bei der Firma Samhammer. Und natürlich das Thema Führungskräfte-Coaching, da konnte ich Ihnen auch im letzten Webinar ja schon ein bisschen Einblicke geben zum Thema Führung, was ich da so für Themen als wichtig erachte. Ja, aber gucken wir mal auf das heutige Webinar, Change Management, was habe ich Ihnen hierzu mitgebracht an Inhalten. Einsteigen möchte ich eigentlich mal mit so ein paar grundlegenden Themen und Perspektiven auf das Thema Change Management, dass ich so als eine Reise von der alten in die neue Welt immer betrachte oder auch mit meinen Kunden bespreche. Und da habe ich ein paar Facetten mitgebracht, die eigentlich ganz wichtig sind aus meiner Sicht zum Einstieg. Dann, wenn wir uns auf diese Reise in diese neue Welt begeben, kann es natürlich immer mal wieder zu, ich nenne sie hier mal Beispiel auf Meuterei kommen, auf dem Schiff, das sich in die neue Welt aufmacht. Und ich möchte mit Ihnen mal beleuchten, wie kann man denn mit diesen Widerständen umgehen, warum treten die denn auf? Wie kann man sie vermeiden vielleicht im Vorfeld, aber wie kann man auch mit Widerständen umgehen, die ja einfach nicht vermeidbar sind, die einfach da sind. Ja, und zu guter Letzt, der Serviceleiter als Captain, eine ganz zentrale Rolle in Veränderungsprozessen, die Führungskraft. Wie führt man erfolgreich und wie kommuniziert man erfolgreich auf dieser Veränderungsreise? Ja, zu Beginn, wie gesagt, einleitend ein paar Begriffsdefinitionen oder wichtige Grundbegriffe, die ich mitgebracht habe. Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert Change Management als laufende Anpassung von Unternehmensstrategien und Strukturen an veränderte Rahmenbedingungen. Das ist jetzt mal ein sehr akademisches, eine akademische Begriffsdefinition. Ich würde es gerne ein bisschen abstrakter und ein bisschen bildlicher formulieren wollen. Für mich ist Change Management der Aufbruch von einer alten Welt, mit einer Reise, die man zusammen anstrebt, mit der ganzen Belegschaft, der ganzen Mannschaft in eine neue Welt. Also von der alten Welt, der aktuellen Serviceorganisation, in eine neue Welt, in der die künftige Serviceorganisation vorzufinden ist. Schauen wir uns vielleicht im nächsten Schritt mal auch nochmal die Ebenen an, auf dieser Reise spielen muss. Gabler hat ja, wie eben auf der vorherigen Seite, vor allem die Strategie und die Unternehmensstruktur hier hervorgehoben, die angepasst werden müssen. Ich möchte in dem Zusammenhang hier den Blickwinkel noch ein bisschen erweitern. Ich spreche eigentlich immer von drei Ebenen, nicht nur von der Strategie und von der Struktur, sondern ich möchte Ihnen
eigentlich so einen Dreiklang mitgeben aus Strategie, Struktur und Kultur, die Sie beachten müssen, wenn Sie sich auf eine Veränderungsreise begeben. Sie können eigentlich jede Veränderung, die Sie in Ihrer Service-Organisation anstoßen oder initiieren, immer auf eine dieser drei Ebenen zurück verfolgen oder darauf Rückschlüsse ziehen. Also entweder geht es um strategische Ausrichtungen, neues Geschäftsmodell, neue Inhalte, die man anbieten möchte, grundsätzlich neue Ziele für eine Serviceorganisation definieren, aber auch strukturelle Themen, also wie Prozessoptimierung, KVP, Qualität, und zu guter Letzt natürlich auch das Thema Kultur, also serviceorientierte Kultur etablieren, Skills und Fähigkeiten von Mitarbeitern entwickeln. Und ganz wichtig, sehen Sie ja über diesen Dreiklang, was ich Ihnen da noch mitgeben möchte, ist, dass wenn Sie an einem Schräubchen drehen, sei es der Strategie oder der Struktur, dass Sie auch die anderen beiden Themen immer mitdenken, weil die davon auch beeinflusst werden. Ja, wenn wir uns dieses Dreieck nochmal angucken, genauer, dann ist aus meiner Sicht ein weit verbreiteter Ansatz, den ich häufig in der Praxis wiederfinde, zum Beispiel bei einem strategischen Thema, also bei einem strategischen Change. Lass uns erstmal in Ruhe die Strategie entwickeln, mit Business Cases rechnen, SWOT-Analysen durchführen. Darauf basierend dann entwickeln wir unsere Strategie, unsere Service-Strategie. Dann führen wir die Prozesse ein, also dann arbeiten wir an der Struktur und irgendwie wird sich dann die Kultur schon entwickeln. Ist ein Phänomen oder ein Ansatz, den ich häufig bei Unternehmen sehe. Ich möchte den jetzt gar nicht mal als unpassend oder nicht erfolgsversprechend verurteilen. Ich möchte Ihnen hierzu aber einfach mal eine andere Perspektive auf das Thema noch geben. Gucken wir uns das Dreieck mal nochmal an. Ich habe es jetzt einfach mal ein bisschen nach links gedreht. Jetzt steht die Kultur plötzlich oben. Warum habe ich das gemacht? Ich hatte vor ein paar Wochen ein sehr inspirierendes Gespräch mit einem Geschäftsführer von einem Kunden von uns und der hat das Thema eigentlich, was ich Ihnen hier mitgeben möchte, sehr schön im Satz zusammengefasst. Und er sagte, Culture eats strategy for breakfast. Was möchte ich damit sagen oder ausdrücken? Wenn Sie sich auf diese Veränderungsreise begeben, dann ist aus meiner Sicht Ihre Unternehmenskultur eine maßgebliche Rahmenbedingung, zum einen für Ihre Strategie, aber zum anderen auch für Ihre Struktur. Aus dem Grund würde ich Ihnen empfehlen, wenn Sie Ihre Strategie entwickeln oder neu aufsetzen möchten, verändern möchten oder Ihre Strukturen aufsetzen möchten, berücksichtigen Sie die Kultur entsprechend, entwickeln Sie eine kulturkompatible Strategie. Ja, sonst kann es zu, ich sage jetzt mal, in Anführungszeichen gesetzt, zu Widerstandsreflexen oder zu Schockreaktionen auch in einer Organisation führen, die beste Strategie zunichte machen. Also gucken Sie hier mal auf Kompatibilität in der Strategie und dann folgt eigentlich der Dreiklang, also die Strategie folgt der Kultur in erster Linie und dann folgt die Struktur der Strategie. Ja, abschließend vielleicht noch zu dem einleitenden und theoretischen Teil. Bei aller Kulturfokussierung, die für einen Veränderungsprozess wichtig ist, also für die Menschenorientierung, die ich in Change-Prozessen auch immer propagiere und sehr betone, möchte ich Ihnen hier noch ein paar Anmerkungen einfach mitgeben, was Change Management für mich persönlich nicht heißt. Change Management heißt aus meiner Sicht auch, wenn man sich essentiell mit den Bedürfnissen oder den Wünschen und den Bedenken der Mitarbeiter auseinandersetzen muss, dass immer ein Konsens gefunden werden muss zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Ja. Die Führungskraft gibt die Richtung vor. Natürlich sollte die diskutiert werden mit den Mitarbeitern, aber sie werden es nie schaffen, dass sie jeden Mitarbeiter hinter diese Richtung kriegen. Von daher einfach da der Hinweis, Change Management heißt nicht, dass immer ein Konsens gefunden werden muss. Des Weiteren heißt es auch bei aller Mitarbeiterorientierung nicht, dass die Bedürfnisse der Mitarbeiter immer Vorrang vor wirtschaftlichen Belangen haben. Natürlich ist es gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und so weiter sehr, sehr bedauerlich und auch kostenintensiv für Unternehmen, wenn sie Mitarbeiter in Change-Prozessen verlieren, weil einfach Wissen verloren geht. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass Unternehmen immer noch also ein Ziel haben, einen wirtschaftlichen Daseinszweck oder Berechtigung haben und
Vor diesem Hintergrund müssen sich einfach auch gewisse Bedürfnisse der Mitarbeiter hinten anstellen. Man muss halt einfach gucken, wie man mit diesen Bedürfnissen dann umgehen kann und gucken kann, dass man den Mitarbeitern die Ängste vor dieser Veränderung nimmt. Und auch noch ein sehr spannender Punkt, der dritte Punkt, dass ich ein Thema, das ich gerade bei Mittelständlern häufig sehe, wo man scheut, Veränderungen anzugehen, weil man Angst hat, Mitarbeiter zu verlieren, oder ja nicht weiß, wie man die Mitarbeiter aus der, ich sag mal, Anführungszeichen alten Welt in die neue Welt bekommt. Wenn Sie eine größere organisationale Veränderung initiieren oder anstoßen, bedingt das automatisch auch neben strukturellen Veränderungen neue Verhaltensweisen, neue Aufgaben, die auf Mitarbeiter zukommen, für die diese Mitarbeiter vorbereitet werden müssen. Das heißt aber nicht immer, dass jeder Mitarbeiter die Skills aus der aktuellen, aus der alten Welt, dass die noch die richtigen sind für die neue Welt, weil hier völlig neue Aufgaben anstehen werden. Und es gibt hier einfach kein Patentrezept oder keine zwangsläufige Verbindung zwischen, wenn es der richtige Mitarbeiter in der alten Welt war, dann ist es auch der richtige Mitarbeiter in der neuen Welt. Natürlich möchte ich hier nicht zum Ausdruck bringen, dass jetzt zwangsläufig dann auch Kündigungen mit einhergehen, aber die Mitarbeiterentwicklung stößt auch hier an Grenzen und man muss sich halt dann überlegen, kann man den Mitarbeiter vielleicht woanders in anderen Bereichen einsetzen und wie kann man in dieser neuen Welt mit neuem Wind, auch mit neuen Mitarbeitern vielleicht hier die neue Welt ganz anders gestalten. Ja, warum kann es denn zur Meuterei auf diese Reise kommen? Ich möchte Ihnen auch immer kurz mein kleines Bild, meine kleine Geschichte verdeutlichen. Aus meiner Sicht sind Veränderungsprozesse sind wie das Rezept Rührei mit Speck. Was meine ich damit? Wenn Sie Rührei mit Speck machen möchten, was brauchen Sie dafür? Das Huhn, das Sie hier sehen, und natürlich ein Schwein, der den Speck liefert. Das Huhn wird natürlich viel schneller bei diesem Veränderungsprozess oder bei diesem Rezept mitmischen oder dabei sein, weil was hat es zu verlieren? Es gibt maximal ein paar Eier dazu. Das tut ihm jetzt vielleicht nicht großartig weh, aber die Begeisterung oder das Mitmachen an dieser Veränderung oder an diesem Rezept ist ja wesentlich einfacher oder schneller. Das Schwein hingegen, das den Speck liefern muss, stellt sich da schon ganz andere Fragen. Und diese Metapher mal auf Serviceorganisationen oder auf Organisationen im Ganzen generell übertragen, trifft es eigentlich auch ganz gut, was auf Mitarbeiterebene abgeht, wenn sie als Führungskraft eine Veränderung initiieren. Die Mitarbeiter fragen sich permanent, bin ich jetzt eigentlich Huhn oder bin ich ein Schwein? Also bin ich Verlierer oder tut es mir jetzt gar nicht mal so weh, was jetzt hier passiert an Veränderungen? Aus dem Grund aus meiner Sicht eine der Hauptaufgaben von Führungskräften in Veränderungsprozessen im ersten Schritt mal festzustellen, wer sind denn eigentlich meine Hühner und meine Schweine in dieser Veränderung. Dann im zweiten Schritt gucken Sie am besten, wenn Sie die Hühner haben, gewinnen Sie sie als Fans, setzen Sie sie ein als Multiplikatoren und bitten Sie sie bewusst, positiv über die Veränderung zu sprechen. Ja, je breiter Ihre Fanbasis ist, je mehr Mitarbeiter im Unternehmen von dieser Veränderung begeistert sind, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass andere, vielleicht ein bisschen unentschiedene Kollegen von dieser Veränderung auch mitgezogen werden, angesteckt werden und begeistert werden. Natürlich gibt es natürlich auch in jeder Veränderung in Anführungszeichen ein paar Schweine, die gewisse Bedenken haben, die Angst haben vor diesem Thema. Hier ist in erster Linie wichtig, erstmal zu verstehen, was beschäftigt denn die Mitarbeiter. Kann man diese Bedenken vielleicht lindern oder kann man sie vielleicht ganz beseitigen, weil einfach Missverständnisse der Kommunikation stattgefunden haben und die Mitarbeiter Dinge völlig falsch verstanden haben. Oder weil man vielleicht auch feststellt, okay, deine Bedenken sind bei dieser Rolle jetzt mit Sicherheit berechtigt. Vielleicht kann man ja aber in einem ganz anderen Bereich für dich eine ganz neue Option finden, eine ganz neue Aufgabe, die hier deine Bedenken und deine Ängste vermeidet oder aus der Welt räumt. Zuletzt hier noch vielleicht ein Hinweis, ein ganz spannendes Phänomen, das ich auch schon öfter beobachtet habe. Es gibt auch manchmal Hühner, die sich als Schweine fühlen. Also eigentlich Menschen, die gar nichts zu verlieren haben,
aber die ja irgendwie sich anstecken lassen von ihren Kollegen, von dem ganzen dramatischen Veränderungsprozess, der jetzt da irgendwie vor der Tür steht. Keiner weiß wohin, alles ist durcheinander, die ganze Welt ist schlecht auf einmal, und plötzlich werden aus Menschen, die eigentlich vielleicht sogar von diesem Veränderungsprozess profitieren, die lassen sich auf einmal negativ von diesem ganzen Stimmungsumfeld beeinflussen. Also hier ist es auch ganz wichtig, mal zu gucken, okay, gibt es da vielleicht auch Missverständnisse in der Kommunikation? Haben da Mitarbeiter was falsch verstanden? Und sind vielleicht eigentlich Mitarbeiter, die sich als in Anführungszeichen Schweine fühlen, nicht eigentlich Hühner? Ja, jetzt vielleicht ein paar Themen, ein paar grundlegende Anregungen noch zum Thema Widerstände und wie geht man damit um. Ich möchte dazu noch ein paar unterschiedliche Perspektiven und Anregungen auf das Thema mitgeben. Zunächst mal, das löst jetzt wahrscheinlich für Sie kein Problem, oder da werden Sie sagen, ja gut, vielen Dank, Herr Krones, für den Hinweis, aber es ist schon mir ein wichtiges Anliegen, gerade dieser erste Punkt, einfach nochmal deutlich zu machen, es gibt keine Veränderung ohne Widerstand. Es sei denn, sage ich jetzt dazu, ist es irgendwie was Kleineres, nicht wesentlich Bedeutendes für eine Organisation, aber sobald Sie eine größere organisationelle Veränderung haben oder initiieren, müssen Sie mit Widerstand rechnen. Das soll jetzt aber Ihren Mut dann nicht schmälern, weil ich bin der Meinung, dass Widerstand auch etwas Positives ist. Warum ist es was Positives? Weil Widerstand deutlich macht, dass den Mitarbeitern die Arbeit und das Thema, das da gerade besprochen wird, nicht egal ist. Viel schlimmer aus meiner Sicht wäre es, wenn sie Veränderungen anstoßen, alle nicken, alle sagen ja oder sagen, denken sich, ja, schon gut, sollte er mal machen, ich sitze das schon irgendwie aus, und morgen sieht die Welt eh schon wieder anders aus. Also versuchen Sie, wenn Sie mit Widerständen zu kämpfen haben in Veränderungsprozessen, auch mal die positive Seite an diesem Widerstand zu sehen. Und ja, eigentlich, und das bringt mich zum zweiten Punkt, die verschlüsselte Botschaft dieses Widerstands zu verstehen. Die meisten Mitarbeiter haben ja haben einfach Bedenken, haben Befürchtungen, haben Angst vor dieser Veränderung. Da kommt was Neues, da kommt Unsicherheit, ich muss mich verändern, eigentlich will ich doch gar nicht. Und lassen Sie sich mal mit einem positiven Hintergrund einfach auf diesen Widerstand ein und Sie werden plötzlich sehen, wie Sie in einen ganz anderen Dialog zu Ihren Mitarbeitern kommen und auch deren Themen besser verstehen können. Ja, ich habe gerade schon über das Thema Einlassen gesprochen auf Widerstände. Aus meiner Sicht das Thema Nichtbeachten von Widerständen oder auch das Erhöhen von Veränderungsdruck auf Widerstand ist keine Lösung, denn es erzeugt nur noch mehr Gegendruck. Das schaukelt sich dann hoch wie in so einer teuflischen Spirale. Oder das Thema Aussitzen, das wird Ihnen früher oder später um die Ohren fliegen, weil einfach die Fragestellung und die Ängste und Bedenken der Mitarbeiter nicht gelöst sind. Ja, und zu guter Letzt noch ein Hinweis. Versuchen Sie, wenn Sie sich positiv auf diesen Widerstand einlassen konnten, vielleicht auch mal mit dem Widerstand zu gehen und nicht gegen ihn. Was meine ich damit? Wenn Sie eine Gegenreaktion spüren, gehen Sie im übertragenen Sinne auf Ihre Mitarbeiter zu, versuchen Sie, diese vermeintlich negative Energie, in der ja aber eigentlich eine positive Absicht steckt im Sinne von, mir ist das Thema nicht egal, versuchen Sie, diese Energie aufzufangen und gemeinsam in die richtige Richtung, in Richtung Lösungsorientierung auch zu lenken. Und Sie werden erstaunt sein, wie plötzlich diese eigentlich auf den ersten Blick ja vermeintlich wirkende destruktive Energie plötzlich in positive Energie umschwenkt und sie einen ganz anderen Drive in ihre Veränderung reinbekommen. Das ist natürlich nicht einfach, sage ich dazu. Dazu braucht man ein bisschen Übung, Geschick und auch Führungsverständnis. Aber wenn Sie den Aspekt auch gerade den letzten mit beachten, bin ich überzeugt, kriegen Sie eine ganz andere Veränderungsdynamik und auch Geschwindigkeit rein. Ja, was sind denn jetzt eigentlich so aus meiner Sicht maßgebliche Erfolgsfaktoren für eine Veränderung? Aber hier zum ersten Mal, also das Thema, oder was ich Ihnen zunächst mal noch einfach nahebringen möchte, ist das Thema Verhaltensänderung, ja. Also als Erf der Haupterfolgsfaktor, damit Veränderungen in Organisationen gelingen, ist es, wenn sie es erreichen,
auf Führungskräfteebene, also auf dem mittleren Management bis zum unteren Management und auch auf der gesamten Mitarbeiterebene eine komplette Verhaltensveränderung hinzubekommen. Was meine ich mit Verhaltensveränderung? Also es ist ja notwendig, wenn Sie aus einer alten Welt kommen und in die neue Welt gehen möchten, in der es neue Strategien gibt, in der es neue Strukturen gibt, in der es neue Aufgaben geben wird, in der es vielleicht auch eine neue Kultur, eine Serviceorientierung geben wird, muss sich ja das Verhalten der Mitarbeiter ändern. Und diese Verhaltensveränderung erreichen Sie zum einen, wenn Sie Ihren Mitarbeitern den Sinn, die Notwendigkeit und vor allem auch das Ziel der Veränderung klar machen. Ja? Also wenn die Mitarbeiter nicht verstanden haben, warum ist es überhaupt wichtig für uns? Warum machen wir denn das Ganze? Ja? Also ist es gerade nur irgendwie wie ein Scherz unseres Geschäftsführers, der sich da was einfallen lässt? Oder ist da wirklich akuter Handlungsbedarf? Müssen wir das tun, um wettbewerbsfähig zu sein? Ja? Und wo soll denn eigentlich die Reise hingehen, damit wir eine Orientierung haben, in welche Richtung wir gemeinsam als Mannschaft laufen können? Das ist so der erste Schritt, den Sie auf jeden Fall realisieren müssen und hier eine Basis schaffen müssen für Veränderung. Dann natürlich im zweiten Schritt gucken Sie auf das Thema Strukturen. Also um Ihr Ziel zu erreichen, müssen Sie gucken, dass die Strukturen, die entwickelt werden und die Aufgaben, die definiert werden, auch wirklich dann den Arbeitsalltag später abbilden. Weil sonst denken sich die Mitarbeiter, ja gut, hier auf dem Blatt steht das eine, aber was wir in der Realität machen, was hat das denn mit mir zu tun? Und da kriegen Sie dann plötzlich eine Diskrepanz zwischen, ich sag mal, formaler oder formeller Organisation und dem informellen, wie dann die Dinge eigentlich wirklich laufen. Achten Sie aus dem Grund darauf, dass hier die Strukturen auch zu dem Arbeitsalltag und zu der neuen Welt wirklich passen. Ja, wir haben gerade schon vorhin auch mal ein bisschen über das Thema Skills und neue Aufgaben und Mitarbeiterqualifikation gesprochen. Wenn Sie das Ziel klar haben, wenn Sie Strukturen klar haben, gucken Sie auch mal drauf, also haben denn die Mitarbeiter eigentlich die Skills, die sie benötigen, um in dieser neuen Welt ihre Aufgaben entsprechend auszuführen? Wenn das nicht passiert, kann Überforderung eine Folge sein, ja. Also Mitarbeiter werden auf einmal demotiviert aufgrund von Überforderung, von ja, vielleicht sogar auch Angst vor der Arbeit, weil sie Angst haben, Fehler zu machen oder merken es, dass sie auch ständig Fehler produzieren. Aus dem Grund gucken Sie früh genug, dass wenn Sie hier ihre neue Welt definieren, dass die Mitarbeiter, die Sie in diese neue Welt mitnehmen möchten, auch die entsprechenden Skills mitbringen, um die neuen Aufgaben auszuführen. Und last but not least, ein sehr einfach klingender Punkt, aber eigentlich einer der zentralsten mit überhaupt, ist das Thema Führungskräfte als Vorbild. Ich habe schon viele Veränderungsprozesse einfach daran scheitern sehen. Also es wurden die ersten drei Punkte wirklich vorbildlich gelöst. Und dann sind aber die Führungskräfte, sowohl das Top-Management, aber auch das mittlere Management, irgendwie wieder vom Kurs abgewichen. Keiner hat sich so richtig an die Ziele gehalten, keiner hat sich an die neuen Strukturen gehalten. Und dann haben sich die Mitarbeiter natürlich gefragt, ja, wieso soll ich mich dran halten, wenn unsere Chefs sich nicht dran halten? Also hier einfach der Hinweis, gucken Sie jeden Tag aufs Neue drauf, bin ich denn Vorbild, lebe ich diese Veränderung, die ich anstreben möchte, die ich vorgeben möchte, selbst als Vorbild gut vor, und fordere ich sie aber auch von meinen Mitarbeitern entsprechend ein. Ja. Ja, gucken wir dann nochmal vielleicht drauf, was leiten sich denn da konkret dann für Aufgaben daraus ab, um diese Verhaltensveränderung realisieren zu können. Ich habe jetzt hier auf dieser Folie nochmal kurz zusammengefasst, eigentlich das, was auf der vorherigen Folie ein bisschen ausführlicher stand. Also diese vier Voraussetzungen für Verhaltensänderungen auf Mitarbeiterebene. Was hat denn das für Konsequenzen für die Aufgaben des Managements? Zunächst mal bin ich der Meinung, dass die erste Hauptaufgabe einer Führungskraft in Veränderungen ist, umfassend und kontinuierlich zu kommunizieren. Des Weiteren regelmäßig und zeitnah Entscheidungen zu treffen, damit Dinge weiter ausgearbeitet werden können. Weil es ist nichts schlimmer, als wenn Entscheidungen immer auf to be defined oder pending stehen und die Mitarbeiter nicht wissen, ob es links rum oder rechts rum geht. Und dann natürlich gucken Sie, dass Sie über die Sinn- und Notwendigkeitsvermittlung, über die Zielvermittlung einfach über den Führungsstil Orientierung geben. Gerade in Zeiten des Umbruchs, wo keiner so richtig weiß, wo geht es jetzt genau hin, geht es jetzt links rum, geht es jetzt rechts rum, wo geht denn die Reise mit uns hin, ist es essentiell wichtig, dass Sie als Führungskraft Orientierung geben, damit Ihre Mannschaft weiß, in welche Richtung sie laufen müssen. Ja, der zweite Punkt erschließt sich eigentlich fast auch von selbst.
Natürlich ist es ganz wichtig, die neue Organisationsform zu entwerfen, aber nicht nur auch einmalig zu entwerfen, sondern auch einen kontinuierlich zu verbessern. Gucken Sie dann regelmäßig drauf, wie sich die neuen Strukturen etabliert haben, ob es vielleicht noch Feinjustierungsthemen gibt, weil es ist immer, Sie werden es wissen, wenn Sie mal einen Plan gemacht haben, der sieht auf dem Blatt erstmal toll aus, aber im Doing lernt man dann eigentlich nochmal die Tragfähigkeit des Ganzen besser kennen. Und von daher gucken Sie auf die Organisationsform und auch auf die kontinuierliche Verbesserung der Organisationsform. Ja, um Wissen und Fähigkeit sicherzustellen, geht es natürlich darum, Menschen zu entwickeln, also Personalentwicklung zu betreiben. Das können externe Veranstaltungen und Seminare sein, das können interne Workshops sein, das kann persönliches Mentoring oder Coaching-Modell sein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie hier die Menschen entwickeln können und sicherstellen können, dass die sich in der neuen Welt nicht überfordert fühlen und diese Skills einfach mitbringen. Ja, und zu guter Letzt nochmal der vierte wichtige Punkt. Ich hatte es auf der vorherigen Folie schon angedeutet. Es ist ganz wichtig, jeden Tag mit gutem Beispiel voranzugehen und ja, ein Vorbild zu sein, um diese Veränderung selbst vorzuleben. Ja, da möchte ich Ihnen abschließend eigentlich noch ein paar grundlegende Überlegungen zum Thema Führung in Veränderungen mitgeben, was das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfasst eigentlich. Vielleicht, ich weiß nicht, was für eine Reaktion jetzt meine Folien bei Ihnen so ausgelöst haben. Eine häufige Antwort, die ich darauf bekomme, wenn ich mit meinen Kunden über diese Themen spreche, auch vor allem die Aufgaben von Führungskräften in Veränderungen, dann gucken mich manche erstmal verdutzt an und sagen, ja was, wie, das soll ich jetzt auch noch machen? Wir haben doch jetzt hier noch ein riesen Tohuwabohu, wir müssen erstmal den Change organisieren und jetzt soll ich ja noch kommunizieren, Entscheidungen treffen und führen und Mitarbeiter entwickeln. Aus meiner Sicht sind das aber eigentlich Aufgaben, die Sie als Führungskraft eh schon machen müssten. Sie bekommen einfach nur noch mal eine ganz andere Intensität und Bedeutung in der Veränderung. Und das bringt mich eigentlich auch zum zweiten Punkt gleich noch mit. Also die Führungsstärke oder Führungsschwäche einer Führungskraft wird gerade in Zeiten der Veränderung, weil dort gerade besonders Führung wichtig ist, besonders deutlich. Das ist im Tagesgeschäft, wenn man sich vielleicht auch mal seinen fachlichen Spielereien hingeben kann und dem hinterherlaufen kann und möchte, kommt das vielleicht gar nicht mal so zum Tragen. Aber in Zeiten, wo es auf einmal um Unsicherheit geht, um Veränderung, um Instabilität, um Orientierung geben, um Ziele vermitteln, wird aus meiner Sicht sofort deutlich, wie gut Sie Ihre Führungsrolle verstanden haben, wie viel Zeit Sie auch für Führung haben und sich diese nehmen und wie gut Sie Ihre Mannschaft führen. Noch ein ganz wichtiger Punkt, das Thema persönlich mit sich im Reinen sein, sage ich mal. Sie werden natürlich in einer Veränderung ja auch bei sich persönlich ich will es mal nicht, also das soll nicht überspitzt klingen, aber Sie werden an Grenzen stoßen oder mit Themen in Berührung kommen, also mit sehr persönlichen Themen. Weil ja nicht nur auch auf Mitarbeiterebene da die Veränderung abläuft, sondern die läuft ja auch auf Führungskräfteebene ab. Und aus meiner Sicht können Sie eine Veränderung nur erfolgreich dann durchleben und darin führen, wenn Sie für sich die Veränderung akzeptiert haben, angenommen haben, auch alle Themen, die diese Veränderung bei Ihnen persönlich auslöst, für sich beantwortet haben, gelöst haben. Als Beispiel, wenn Sie von der Veränderung nicht überzeugt sind, wenn Sie selbst Angst vor dieser Veränderung haben, gebe ich Ihnen Brief und Siegel, wird das in Ihrem Führungsstil deutlich werden und das werden Ihre Mitarbeiter spüren und diese Angst wird sich automatisch auf Ihr Team übertragen und ja, der Erfolg dieser Veränderung ist einfach gefährdet. Also zusammengefasst, lernen Sie sich erst selbst kennen, bevor Sie versuchen, dann anderen in dieser Veränderung zu helfen. Und dann kommen Sie gestärkt gemeinsam durch diese Veränderung. Ja, und zu guter Letzt noch ein Hinweis, den ich Ihnen hier noch mitgeben möchte, also weil ich auch oft gefragt werde, ja, wie führe ich denn jetzt eigentlich in der Veränderung? Meine Antwort darauf lautet eigentlich immer, das kommt drauf an. Aus meiner Sicht, es gibt kein Patentrezept. Das basiert natürlich auch immer ein bisschen auf Erfahrung, wie man diese Change-Welle reiten kann, so als wie so ein kleiner Surfer, der intuitiv das Piano der Change-Interventionen und Führungsstile dort spielen kann. Es ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, zunächst mal zu gucken drauf, welche Art von Veränderung liegt denn eigentlich vor.
Ja, also ist es vielleicht ist es eher ein Innovationsprozess. Wir möchten die Zukunftsfähigkeit stärken. Wir möchten neue Ideen generieren. Dann ist es eher ein partizipativer Führungsstil, ein eher breiter Führungsstil, wenn man das Team braucht. Demgegenüber, wenn es ein Turnaround-Thema ist, also kurz vor Insolvenz, wo es jetzt darum geht, harte Entscheidungen zu treffen, basierend eher auf Fakten, und da geht es dann weniger um Dialog, sondern es geht eigentlich darum, Geschwindigkeit aufzunehmen und schnell voranzukommen, die richtigen Wege zu beschreiten, dann ist aus meiner Sicht ein eher autoritärer Führungsstil angebracht. Das muss man einfach dann situativ sehen, in welcher Veränderung sie sich befinden. Und natürlich hier noch zwei andere Anmerkungen. Ich hatte es ja eingangs schon angedeutet. Das Thema Unternehmenskultur ist einfach ein maßgeblicher Einflussfaktor auf das Thema Führung, Strategie und Struktur im Change, diese auf keinen Fall berücksichtigen, außer Acht lassen sollten, weil sie können sich die beste mitarbeiterorientierte Change-Philosophie oder Führungsstil überlegen, wenn ihre Mitarbeiter nicht mit einem mitarbeiterorientierten Führungsstil zurechtkommen, sondern autoritär gewohnt waren, dann bringt die ganze Partizipation nichts. Also da muss man einfach situativ genau gucken, was da angebracht ist und sinnvoll ist. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende bei unserem heutigen Webinar. Ich möchte mich herzlich bedanken für Ihre Teilnahme. Einfach auch nochmal der Hinweis, jetzt gerne über die Chat-Funktion können Sie mir Fragen stellen, die ich Ihnen gerne beantworte. Wenn es ausführlich oder eher persönlichere Themen sind, gerne meine E-Mail-Adresse haben Sie unten links und auch meine Telefonnummer. Und auch nochmal der Hinweis, ich habe es auch in den letzten E-Mails immer nochmal mit reingeschrieben. Aufgrund des hohen Zuspruchs und der hohen Teilnehmeranzahl möchten wir auch gerne Anfang nächsten Jahres unsere Service Excellence Webinarreihe wieder fortführen. Und wir haben hier auch immer Umfragen gestartet im Teilnehmerkreis. Also lassen Sie mir gerne Themenvorschläge auch zukommen. Ich baue die dann gerne mit ein, sodass wir möglichst praxisnah und kundenorientiert auch Themen hier vorschlagen können und in unsere Webinarreihe mit einbauen können. Also hierzu scheuen Sie sich nicht, wenn Sie ein Thema haben. Bringen Sie es gerne mit ein, und dann werde ich gucken, was ich da für Sie aufbereiten kann und zusammenstellen kann. Ja, ansonsten danke für Ihre Aufmerksamkeit und dann freue ich mich jetzt auf Ihre Fragen und weiterhin viel Erfolg. So, dann gucken wir mal. Also die erste Frage von Herrn Wolf. Wie nehme ich einem Mitarbeiter die Angst, wenn eine Veränderung auch zusätzlich Mehrarbeit bedeutet? Ja, man muss mal gucken. Also Mehrarbeit. Ist die Frage, wer denn Mehrarbeit dann definiert? Also sagt der Mitarbeiter, dass es Mehrarbeit ist, oder empfinden Sie das vielleicht auch als Führungskraft? Dahinter steckt für mich auch immer so die Frage der vermeintlichen Überlastung, und vielleicht ja auch ein Stressgefühl. Und man müsste mal da genau gucken, also wodurch wird vielleicht dieser Stress dann verursacht? Gibt es vielleicht andere Stressoren? Und vielleicht ist es gar nicht mal Mehrarbeit, die da Stress verursacht, sondern es sind vielleicht andere Rahmenbedingungen oder Faktoren. Wenn es wirklich Mehrarbeit im Sinne ist von Zusatzaufgaben, würde ich im ersten Schritt einfach mal gucken, über Überzeugungsarbeit, also den Nutzen zu verargumentieren, was denn diese Mehrarbeit am Ende für einen Nutzen für den Mitarbeiter hat. Also dass es natürlich temporär einfach eine größere Belastung sein kann, aber über Lösungsorientierung oder Zielformulierung zu gucken, was bringt es denn am Ende? Lass uns jetzt gemeinsam die Ärmel hochkrempeln, ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, aber in 1, 2, 3, 4, 5 Monaten geht es uns dadurch deutlich besser. Natürlich, wenn es eine temporäre oder eine zeitlich begrenzte Mehrarbeit ist, kann man hier natürlich auch mal gucken, ob man vielleicht über gesonderte Incentivierungsmaßnahmen, einfach über monetäre Anreize, kurzfristig die Motivation erhöhen kann. Aber ich sage dazu, das mit Vorsicht zu genießen, dauerhaft versuchen, die Motivation hochzuhalten durch monetäre Incentivierung, halte ich jetzt für nicht sinnvoll. Also einmal gucken, Nutzenargumentation deutlich machen, was bringt es dir in der Zukunft, auch wenn es aktuell vielleicht mehr Aufwand ist, und aber auch mal zu gucken, ist es wirklich mehr Aufwand oder ist es nicht eigentlich eine abgeleitete Argumentation im Sinne von, mich stresst das Ganze gerade, und dann zu gucken, woher kommen denn diese Stressoren. Ja, dann sehe ich jetzt mal, dass es erstmal keine weiteren Fragen gibt. Dann sage ich nochmal vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wie gesagt, wenn Sie im Anschluss noch Fragen haben, wenn Ihnen im Nachgang noch irgendwas einfällt, was Sie vergessen haben, jetzt gerade zu fragen, melden Sie sich einfach gerne bei mir. Ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung.
Ja, und wie gesagt, ansonsten weiterhin viel Erfolg und alles Gute und bis spätestens Anfang nächstes Jahr zur nächsten Webinarreihe. Bye bye.